Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Im DLC Nr. 1, also beziehungsweise DLC Nr. 2, Episode Nr. 1, das Schicksal von Atlantis, die Gefilde des Elysium. Oder Elysische Gefilde, mein Gott. Es ist echt ein komplizierter Titel. Lass uns die Beine vertreten. Es gibt einen Ort, den ich dir zeigen wollte. Vielleicht hast du recht. Ich muss den Kopf frei bekommen. Wohin? Ich betrachte mich als Schlüsselmacher. Einer meiner Schlüssel könnte dich interessieren. Was machst du in deiner Werkstatt? Erfinden. Alle Geheimnisse der Wirklichkeit sind hinter Türen versteckt. Meine Erfindungen sind wie Schlüssel, die diese Türen öffnen. Du enthüllst die Geheimnisse dahinter. Ah, du bist so weise wie Pythagoras. Doch warum reden wir darüber, wenn wir es auch sehen können? Wende den Blick dorthin. Persephones erste Festung. Hättest du sie nur sehen können, kurz nach der Errichtung. Wie vieles im Elysion ist das eine Ruine. Was ist geschehen? Dieser Ort ist wundervoll, wie alles, was Persephone erschafft. Doch die Welt verändert sich mit ihren Launen. Wenn ich Ruinen sehe, weiß ich, dass sie uns dringender denn je an ihrer Seite braucht. Ich wollte gerade sagen, das war's jetzt, oder was? Bella. Die 5 Meter Reiten hat sich gelohnt. Aber gut, es geht ja weiter. Ich dachte, du kannst fliegen, ja, es war ein bisschen am Pferd. Sieh, stell dir all die Helden vor, die durch diese goldenen Felder kamen und sich im Glanz des ewigen Friedens sonnen. Sie alle dachten, nie etwas Schöneres zu sehen, bis sie schließlich Persephone erblickten. Komm schon. Komm schon! Ella! Da, Hüter! Dieser Lagerplatz ist der Ort, an dem Hephaistos ein Heim für Aphrodite errichtete. Das macht nicht mehr viel her. Es stand aufrecht, bis Aphrodite dieses Balg Adonis traf. Seine Fähigkeit, mit nur einem Lächeln Unruhe zu stiften, ist ohnegleichen. Ja! Wow. Schöne Schluchten hier. Ha! Ella! Oh, komm! Hier lang! Die Höhle führt zu einem Schlüssel, den ich für den Stab erschuf. Schlüsselmacher und Stabhüter. Freunde verbunden durch ein Geheimnis. Okay. Die Musik ist schön jetzt. Setz grad ganz leise ein hier. Gibt es da jetzt einen Weg hoch im Ordentlichen oder wie sehe ich die Sache? Mal gucken. Ja, hier drüber ist. Aber was ich trotzdem kurz machen möchte, bevor wir das beschaffen, darüber gehen und synchronisieren. Sofern dies möglich ist. Ich glaube, es ist möglich. Ja.
wollte mich übrigens nochmal entschuldigen für meine Überreaktion in Bezug auf die Qualität der Folgen. Es ist YouTube. Ich kann nichts ändern. Ich habe mit DxTory ja selbst schon, wenn ich da einen perfekten Codec aufnehme, perfekt rendern würde, dass kaum was verloren geht. YouTube geht immer runter auf 16 MB. Das kann man nicht. Also das kann man zu einem gewissen Teil ausbügeln, aber halt kaum merklich, dass es sich wirklich verbessert. Deswegen habe ich jetzt einfach wieder entschlossen, YouTube so ein bisschen meine Videos verhässlichen zu lassen. Wenn das ein Wort ist. Ah, da vorne. Und ja, seht es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Nur zur Erklärung. Wie gesagt, das hängt auch sehr stark vom Bildschirm ab. Ich habe auch nicht unbedingt den besten Bildschirm, um YouTube-Videos zu gucken, bin ich ganz ehrlich. Deswegen sehen meine eigenen immer so ein bisschen, ja, hässlich aus, wenn man so will. So, wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Am besten über das Ding, dann dahin, dann darüber und dann da oben hin. Wäre so jetzt meine Idee. Mal schauen. Ah, hier gibt's auch was zu suchen, oder? Ganz viele Rätsel. Eins. Kiste. Kiste. Ah ne, ein Rätsel und drei Kisten, so. Okay. Na gut, können wir alles mitnehmen, ist ja nicht das Problem. Weiß nicht, wo uns das hinführt. Ich hoffe mal da hoch. Sehen wir jetzt. Ja. Okay. Hier ist nämlich noch eine Kiste. Auch die Ruinen sind relativ neu gemacht, finde ich. Also es ist nicht so viel Recycling, meine ich jetzt, an Assets oder so. Sieht alles relativ unique aus. So. Da unten ist wieder so eine komische Lady-Statue. Die können wir später auch noch holen, weil die ist eh auf dem Boden. Okay, kommen wir von hier irgendwie rüber oder nüber? Okay, hier geht's. Kommen wir wenigstens zum Rätsel. Und dann folgt man einfach unserem Weg. Sieh mich mit den Augen, Kleines. Die Augen der Marmorjungfern wachsen umsichtiger über den Fluss Styx. Besonders in dieser unberechenbaren Ecke des Elysions, während sie zum sterblichen Lager der Rebellen des Adonis hinblicken. Bin ich eine Opfergabe an sie, bis du mich schließlich an dich nimmst? Ja, das sind die Rätsel, die machen wir später, wie gesagt, die machen wir dann. Da muss man sich mit der Map auskennen, schon am besten alles freigeschaltet haben, dass man weiß, auf was da Bezug genommen wird, wenn das geschrieben ist. Und dann kann man da, glaube ich, gut mitarbeiten. Mal kurz meinen treuesten Freund rufen. Der mir sagt, dass da... Der Weg ist versperrt. Okay. Ah. Echt jetzt? Ja gut. Huh?
fehlt doch trotzdem noch eine Kiste, oder? Habe jetzt schon wieder eine verpasst. Da ist die Stele. Da oben ist noch eine, okay. Ja, da sind wir jetzt eh gerade auf dem Weg hin. War schon gut, dass wir das nicht mehr in der letzten Folge gemacht haben. Ich werde nach dieser Folge dann auch erstmal eine Aufnahmepause einlegen. So. Gehen wir einfach mal den vorgefertigten Weg entlang, es wird schon passen. Na komm, geh hoch. Wow, jetzt hat's aber gerade geruckelt. Cool, jetzt habe ich alles schon. Sehr schön. Oh. Das Sacramento. Gut, 4 Fähigkeiten, die ich nicht benutze, aber gut, vielleicht benutze ich sie dann ja später mal und lerne sie noch. Gewöhne mich an. Wow, pff. Kehre zu Hermes zurück. Der da unten steht. Wie praktisch. Was ist da drin mit mir geschehen? Stell dir einen Moment lang vor. In dir, in uns allen sind Pergamente aufgerollt wie Bänder. Auf diesen Pergamenten steht geschrieben, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst. Ergibt das Sinn? Wie alles andere hier ergibt es überhaupt keinen Sinn. Dann nennen wir es Schicksal. Dein Schicksal ist vorherbestimmt. Doch was du da drinnen erlebt hast, war ein Schlüssel, den ich geschaffen habe und der dir erlaubt, es zu kontrollieren. Ich habe viele erschaffen. Danke, ich bin es nicht gewohnt, alleine zu segeln. Auf der Adrastea hatte ich immer Barnabas an meiner Seite. Ah, nun, ich hoffe, es vergeht noch viel Zeit, bis ich ihn hier treffe. Ich überlasse dich deinem Abenteuer. Du findest mich jederzeit in meiner Werkstatt. Kehre, Hermes. Okay. Deine Schöpfer haben wir auch abgeschlossen. Jetzt haben wir wieder mehrere neue Quests, oder? Entschuldigung. Warum? Ich habe doch extra nur mit Priorität eingestellt. Warum ploppt das dann trotzdem immer auf? Sprich mit Hermes. Oh. Gute Nachrichten. Sprich mit Hekat. Sprich mit Adonis. Geht's aber los hier. Na gut. Wenn wir das gleich mal angehen. Erstmal mit Hermes sprechen, der ist gleich in seiner Werkstatt. Und wenn wir schon mal jetzt gerade schon die halbe Folge mit Hermes verbracht haben, dann verbringen wir jetzt den Rest auch noch mit ihm sozusagen.
Da bleiben wir monothematisch dabei. Jetzt habe ich mir irgendwas gezogen, als ich monothematisch so übertrieben meine Schulter irgendwie bloß nicht sehen lassen. Es ist schon ein bisschen traurig, aber man steckt bald nicht drin, ne? Sehr schön. Läuft doch. Gut, Kiste. Und... okay, dann wollen wir mal zu Hermes zurückkehren, der da ist. Da gehen wir am besten hier rüber einfach. Also gehen wir so hinten rum über zu Hermes und machen dann gleich den Ort da noch mit. Der auch so ganz abseits ist, wahrscheinlich auch wieder so eine Marmorjungfer. Also noch mehr hätte man da echt nicht hinstellen können. Ich dachte, das sind so vielleicht 6-7 Stück, aber da gibt es immer Zufähigkeitspunkte bei denen. Aber gut, Fähigkeitspunkte kann man nie genug haben. Von daher. Also man hat dann irgendwann alle. Das ist schon wieder ein Ding. Schon wieder eine Marmorjungfer. Ah, nee. Doch. Okay. Ariadne. Die kenne ich auch irgendwie. War das nicht die Schwester von Antigone? Ich bin nicht sicher. So genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Aber gut. Ich besuche übrigens, also wenn ihr das seht, habt, war ich da schon. Aber ich besuche übrigens Bodovatke Antigone. Und da ist doch Assassin's Creed Odyssey die perfekte Vorbereitung dafür, oder? Nichts? Sehr seltsam. Ja! 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 Oh, wenn man im richtigen Moment ausweicht, verhindert man quasi alles, was die machen. Das ist interessant. Okay. Wo ist die obligatorische Kiste? Es gibt keine Kiste. Wie enttäuschend. Bin schwer enttäuscht. Okay, dann gehen wir mal zu Hermes. Lass doch mal los und spring einfach. So. Ich sehe keinen Vollschaden, du stellst dich immer so an, Alexios. Du siehst besorgt aus. Ich sorge mich um Persephone. Persephone kann auf sich aufpassen. Sie ist unglaublich, das ist wahr. Doch es sind merkwürdige Zeiten. Es heißt, dass sich einige undankbare Abtrünnige gegen sie verschwören. Nein. Diese undankbaren Abtrünnigen. Vielleicht sind sie im Recht. Ah, du nimmst sie zu ernst. Trotzdem, es könnte sein, dass Persephone Schutz braucht. Sieh mich nicht so an.
Dein Vater und ich hatten einen gemeinsamen Freund, Kyros von Sarax. Er ist stark und ehrenhaft. Er wurde entführt, aber wenn wir ihn befreien könnten... Du schlägst vor, einen Sterblichen zu Persephones Leibwache zu machen. Wenn Kyros sie schützt, denken die Sterblichen zweimal nach, bevor sie einen der ihren angreifen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist verliebt in Persephone. Niemand versteht sie so wie ich. Für Adonis ist sie eine grausame Despotin. Und für ihren Mann ist sie nur eine Trophäe. Und was ist sie für dich? Für mich? Oh, ich weiß nicht. Es hat mich noch nie jemand gefragt. Sie ist alles für mich. Woher kennst du diesen Kyros? Er war eine Art Gehilfe deines Vaters. Jeder Maler braucht jemanden, der für ihn die Farbpigmente zermalt. Das war Kyros. Er war ein Krieger. Ich habe genug gehört. Ich finde Kyros. Ah, ich wusste, ich kann dir vertrauen. In der Zwischenzeit arrangiere ich ein Treffen mit Persephone. Bring Kyros ins Herz des Elysions. Wir erwarten dich dort. Rebellen zu töten wird deine Beziehung zu Adonis beeinträchtigen, also versuchen wir das schon mal nicht zu tun. Trage einen ISO-Helm, um nicht bekannt zu werden. Okay, Lager der... Achso, das ist das Lager der Sterblichen, da waren wir ja schon mal. Okay, gut, wir können ja immer noch ausreißen, wenn es zu extrem wird. Gucken wir mal, ob wir einen ISO-Helm finden. Also haben wir genug gekriegt mittlerweile. Reicht das, wenn ich ihn als Custom... Na, ich setze lieber den richtigen auf. So, sieht zwar scheiße aus, aber... Für die Mission wird es schon gehen. Müssen wir halt jetzt auf unseren Set-Bonus quasi verzichten. Können wir das auch einfach nicht machen? Das ist so die Frage, die sich mir gerade stellt. Weil eigentlich wollen wir ja Adonis helfen. Also wir lassen das jetzt mal liegen. Wir müssen ja hier, wir haben auch eine Quest hier, die heißt Sprich mit Adonis. Und ich glaube, das machen wir jetzt lieber mal zuerst. Und mal gucken, wohin sich das, die Beziehung sozusagen entwickelt, weil... Wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel von vornherein schon kaputt machen an unserer... an einer möglichen Rebellion oder so, weil, ja, prinzipiell ist das ja erstmal keine schlechte Idee, sich sein ein bisschen Einfluss zurückzuerobern und nicht alles einer Despotin zu überlassen, die Leuten die Augen ausbrennt und ähnliches, was wir ja schon gesehen haben. Aber wir können aber erstmal zur Hekate gehen und was zurückbringen. Und machen uns dann von da aus zu Fuß auf den Weg zu Adonis. Dann können wir auch erstmal diesen hässlichen Helm wieder absetzen. Du kommst gerade rechtzeitig. Eine Frau in Stroma braucht deine Hilfe. Was kann ich tun? Wenn du ihr hilfst, können wir Persephones Griff um das Elysion lockern. Was ist so besonders an ihr? Sie ist eine Rednerin, die bereit wäre, sich Adonis Rebellion anzuschließen. Adonis hat zwar schöne Lippen, doch ihre Eloquenz wird das Volk inspirieren. Das klingt, als könnten wir sie gebrauchen. Ich komme bald wieder. Okay. Strömer, da waren wir doch schon mal. Witzig, ne? Strömer, da waren wir ja schon mal. Falls ihr es beim ersten Mal nicht gehört habt, meine Brillanz. Da ist sie ja. Und deswegen synchronisiert man immer, wenn man irgendwo ist. Au! Es hat sich mehr als eine gebrochene Kniescheibe angehört. Das Elysion ist ein Paradies. Wer bist du?
Wer schickt dich? Ich stehe mit Adonis im Bunde. Sprich nicht so laut über die Rebellion. Persephones Ohren sind überall. Sag mir einfach, was ich tun soll. Befreie die Dorfbewohner, die in Persephones zerstörtem Tagtraum gefangen sind. Mein Sohn Theron arbeitet dort gegen seinen Willen als Wache. Es ist, als würde Persephone seinen Verstand kontrollieren. Kannst du ihm helfen? Ich sehe, was ich tun kann. Theron Graufreud. Nein, da ist der Theon. Theron. Na gut, da waren wir ja auch schon. Also eigentlich dürften da ja keine Gegner mehr sein. Und bewusstlos schlagen, okay. Ah, jetzt wissen wir... Jetzt krieg ich mal so gelernt, wie wir die Leute sozusagen aus ihren Bann ziehen können. Aber wir sind trotzdem wieder alles voller Gegner. Besonders vorsichtig sein. Ich dachte, die sind... Sonst sind sie alle wieder resettet. Deswegen macht man halt keine Locations vorher eigentlich. Das ist halt immer das schade drum dann. Aber gut. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Wieder da. Den anderen soll man bewusst durchschlagen. Ah, hier ist er. Er schläft da, okay, das ist praktisch. Das Feuer des Zyklus, ich erlöse euch von meiner Herrschaft. Ah, das können wir also quasi bei allen machen. Wahrscheinlich. Rebellenrekrut befreit. Interessant. Das sah so aus, als ob wir das wahrscheinlich bei allen machen könnten, wenn wir wollten. Na gut. Kehren wir mal zur Mutter zurück noch. Ging ja jetzt relativ schnell. Wir haben ja vorhin schon vorgearbeitet quasi. Zurück. Wo ist mein Theron? Ich habe ihn von Persephones Einfluss befreit. Er unterstützt Adonis Rebellion. Wie wunderbar. Ich wusste nicht, dass es ein Heilmittel gibt. Was ist mit den anderen Bewohnern? Sie haben es sicher zu Iapetus Ruin geschafft. Du wirst sie dort finden. Wie versprochen, schließe ich mich den Rebellen an. Soll ich eine Nachricht überbringen, sobald ich bei ihnen bin? Sag ihnen, dass Adonis sie in die Freiheit führen wird. Nur ihm sind ihre Interessen wichtig, nicht Persephone. Ich werde deine Worte überbringen. Ich danke dir für deine Hilfe. Und ich danke euch fürs Zuschauen.
deswegen bedanke ich mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. So wie sie sich für unsere Hilfe bedankt hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da kehren wir noch zu... Obwohl, Moment. Dass wir das Ganze zu einem Abschluss bringen, gehen wir gleich noch zu ihr zurück. So viel Zeit ist noch, glaube ich. Ja. Gehen wir gleich noch zu ihr zurück, dass wir die ganze Story noch zu einem Abschluss bringen. Weil, wie gesagt, die mache jetzt eine kurze Aufnahmepause. Bis morgen oder so. Nicht, dass ich schon wieder vergessen habe, um was es geht. Es geht bei mir manchmal sehr schnell. Die Silberzunge ist dabei, der Rebellion zu helfen. Sie wird neue Rekruten bringen. Adonis wird zufrieden sein. Wichtig ist, Persephone die Macht zu entreißen. Verschwende deine Zeit nicht mit den Gefühlen dieses Mannes. Oder empfindest du etwas für ihn? Hast du ihn dir mal angesehen? Wenn du so schwach bist, dass du deine Gefühle nicht kontrollieren kannst, wenn du Adonis erblickst, dann sieh ihn nicht an. Was interessiert dich das? Göttliche Liebesbeziehungen enden niemals gut, sobald Sterbliche ins Spiel kommen. Halte dich von ihnen fern. Konzentrier dich. Eine junge Frau leidet furchtbaren Kummer. Sie wird der Rebellion helfen. Aber nur, wenn wir sie heilen können. Leider hat Persephone vor langer Zeit das Wasser verboten, das sie heilen könnte. Den Rest hat sie vernichtet. Zumindest glaubt sie das, nehme ich an. Es heißt, jemand verbarg eine letzte Fiole in einer Höhle, abseits von Hypnos Weg. Finde sie und bring sie der Frau. Warum sollte Persephone dieses Wasser verbieten? Ihre Gier nach Macht ist ins Unermessliche gestiegen. Wichtig ist, dass die Sterblichen des Elysions bekommen, wonach sie sich sehnen. Welche Krankheit plagt diese Frau? Das Schlimmste, das Sterbliche im Elysion befallen kann. Ein gebrochenes Herz auf alle Ewigkeit. Sie hat Liebeskummer. Du weißt nichts von der Trauer nach dem Tod. Sie verfolgt die Sterblichen so viel stärker als auf der Erde. Ich kehre zurück, wenn ich das Wasser überbracht habe. Vergiss nicht, es ist verboten. Niemand darf sehen, wie du es in die Villa in Adonis Gärten bringst. Okay. Das machen wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.